In diesem Video entkalke ich einen alten und sehr stark verkalkten Elektroboiler Schritt für Schritt. Es handelt sich um ein 300 Liter Stehmodell und der Boiler hat einiges abbekommen seit dem letzten Service. Hier kann man sehen, wie viel Kalk sich in so einem Elektroboiler ansammeln kann. Als allererstes muss man immer den Strom beim Boiler abschalten. Hier haben wir einen alten Sicherungskasten mit Schraubsicherungen. Ich entferne alle drei und danach sollte man zur Sicherheit immer noch den Tag-Nacht-Schalter auf Null stellen. Um hundertprozentige Sicherheit zu haben, dass der Boiler wirklich vom Strom ist, messe ich nachher aber noch mit dem Spannungsprüfer nach. Wenn man das vergisst, kann es lebensgefährliche Folgen haben. Jetzt folge ich der Wasserzuleitung des Boilers und mache den Wasserhahn des Zulaufs zu. Danach kann ich unten den Deckel des Entleerventils öffnen und meinen Schlauch zum Entleeren montieren. Da wir hier keinen Bodenablauf haben, muss ich die Gartenpumpe verwenden, um das Wasser mit einem Schlauch in den Waschmaschinenablauf zu pumpen. Deine Pumpe kriegt man relativ günstig. Wenn du noch Werkzeug für das Entkalken deines Boilers brauchst, dann schau nach dem Video noch in die Videobeschreibung, da habe ich dir eine Liste mit Links zusammengestellt mit dem benötigten Werkzeug. Das Entkalken eines 300 Liter Elektroboilers dauert je nach Modell und Montagesituation ca. 3 Stunden. Beim Entkalken muss auch jedes Mal die Magnesiumanode und die Flanschdichtung ausgetauscht werden. Je nachdem, wo diese Anode montiert ist, kann es manchmal schneller gehen oder eben länger dauern. Ganz wichtig ist beim Entleeren, dass man eine Warmwasserentnahmestelle öffnet, damit kein Unterdruck im System entstehen kann und dass das Wasser richtig abfließt. Die Abdeckung kann jetzt gelöst werden und wie schon erwähnt, muss zur Sicherheit noch die Spannungslosigkeit mit dem Messgerät überprüft werden. Das Gerät muss sich auf Wechselspannung einschalten, um die Spannung in Volt zu messen. Einen Teil halte ich immer an die Erdung und mit dem anderen überprüfe ich alle drei Phasen. Jetzt kann ich sicher sein, dass wirklich kein Strom mehr auf diesem Boiler ist. Damit man beim Anschließen der Kabel wieder weiß, in welcher Reihenfolge die Kabel montiert werden müssen, sollte man das immer am Boiler beschriften. Das hat der Vorgänger hier schon tiptop erledigt. Jetzt kann der Stromanschluss vom Boilerflansch entfernt werden. Auch die Erdung muss ich hier noch entfernen, damit ich den Flansch nachher lösen kann. Die Kabel lege ich mir ganz auf die Seite, damit nichts beschädigt wird. Die Isolation des Flansch wird entfernt und nun kann ich beginnen, die Muttern des Flansch zu lösen. Dazu verwende ich eine 13er Nuss. Im Kreis löse ich alle Muttern an und entferne sie dann von Hand. Sollte der Elektrovorbau stören, könnte man diesen zuerst noch entfernen. Jetzt kommt der spannende Moment. Das Heizelement wird mitsamt dem Flansch entfernt. Hier kannst du sehen, wie wahnsinnig viel Kalk sich an diesem Element festgefressen hat. Den Heizstab lege ich vorerst in einem Eimer zur Seite. Wenn dir das Video hilft, dann abonniere unbedingt den Kanal für regelmäßige Tipps. Hier hat sich eine richtig dicke Schicht an Kalk angesammelt. Das sind ein paar Kilos. Mit dem Wassersauger kann man jetzt ganz einfach diesen Kalk aus dem Boiler raussaugen. Mach das bitte nicht von Hand, weil dann verbrennst du dir nur die Finger und du erwischst auch nicht den ganzen Kalk. Hier kannst du auch sehen, dass die Magnesiumanode komplett aufgefressen ist. Es kann gut sein, dass der Austausch beim letzten Service nicht vorgenommen wurde. Das kann im schlimmsten Fall zum Durchrosten der Boilerwand führen. Je nach Boilertyp ist die Anode an einem unterschiedlichen Ort angebracht. Mit dem Gummihammer klopfe ich jetzt noch kurz die Boilerwand ab, um festsitzenden Kalk zu lösen und auf den Boden zu bringen. Danach sauge ich alles raus. Die neue Anode löse ich jetzt von der mitgelieferten Halterung. Das ist auch bei jedem Modell unterschiedlich. Pass auf, dass du da nicht irgendeine Anode nimmst, sondern vorgängig abklärst, welche Gewindegröße diese haben muss. Die Anode wird noch richtig gekontert, damit diese sich später nicht lösen kann. Die alte Flanschdichtung wird entfernt. Diese muss man bei jedem Service auswechseln, weil sie mit der Zeit spröde werden kann. Jetzt geht's ans mechanische Entkalken des Heizelements. Da muss man ganz stark aufpassen, dass man keine Teile verkratzt, weil diese nachher sehr anfällig für Rost sind. Ich entferne meist den groben Kalk von Hand oder mit einem Schraubenzieher und danach arbeite ich mit einer Küchenbürste und Wasser. Man wird nicht den ganzen Kalk wegbringen, aber das ist auch nicht schlimm. Wenn man möchte, könnte man das Heizelement noch in Zitronensäure einlegen und danach nochmals richtig abbürsten und gut reinigen. Achte aber darauf, dass nachher keine Zitronensäure mehr am Element ist, weil diese würde beim Erhitzen nachher Kristalle bilden, die sich nicht mehr lösen lassen. Jetzt kann die neue Flanschdichtung eingesetzt werden und alles wird wieder in der gleichen Reihenfolge zusammengebaut. Ganz wichtig beim Anziehen des Flansches ist es, dass man die Muttern immer über Kreuz anzieht.
Achte auch darauf, dass du den Plansch nicht zu fest anziehst, denn das Metall dehnt sich nämlich nachher beim Erhitzen des Wassers aus und wenn man zu fest anzieht, kann es eine extreme Spannung auf den Plansch geben. Die Stromkabel müssen unbedingt wieder in der gleichen Reihenfolge montiert werden. Da die Reihenfolge jedoch auf dem Plansch montiert ist, ist es auch absolut kein Problem. Vergiss hier nicht, die Erdung auch wieder anzuschließen. Zu guter Letzt wird die Abdeckung des Plansch mitsamt der Isolation wieder montiert. Die Thermostateinstellung kann am Regler überprüft werden. Meistens reichen 55 bis 60 Grad Celsius Wassertemperatur aus. Je stärker das Wasser erhitzt wird, desto mehr Kalk setzt sich im Boiler ab. Das Entleerventil wird geschlossen und die Wasserzufuhr wird langsam wieder aufgedreht. Macht das nicht zu schnell, sonst hat man nachher ganz viele Schwebeteile im Wasser. Die Warmwasserleitung muss jetzt einmal komplett entlüftet und durchgespült werden, bis nur noch sauberes Wasser kommt. Alle Sicherungen werden wieder montiert und der Tag-Nacht-Schalter wird auf Tag gestellt. Denkt daran, am nächsten Tag den Schalter wieder auf Nacht zu stellen, sonst zahlt man immer den teuren Tagesstromtarif. Wenn du auch stark kalkhaltiges Wasser bei dir hast, dann schau noch dieses nächste Video. Da zeige ich dir nämlich die Montage einer salzfreien Entkalkungsanlage, für die kein Fachhandwerker nötig ist, da man nichts an den Leitungen verändern muss.